Es gibt einen einzigen Satz, mit dem Sie jeden Narzissten in seine Schranken weisen. Wenn der Narzisst diesen Satz hört, wird er sich vom Acker machen und Sie haben wieder Ihren Frieden. Ich sage Ihnen, wie dieser Satz lautet und wie Sie ihn effektiv anwenden. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Buches »Den Netten beißen die Hunde« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durch jeden Tag Ihres Jahres begleitet und stärkt, auch gegen Narzissten. Übrigens ein ideales Geschenk, das Sie sich selbst zum bevorstehenden Jahresstart oder schon früher machen können. Damit Sie verstehen, warum dieser Satz, dieser eine Satz so wirksam ist und wie Sie ihn am besten anwenden, werfen wir einen kurzen Blick auf die Psyche eines Narzissten. Warum verhält sich ein Narzisst so, wie er sich verhält? Hier ein paar Beispiele, was Sie mit einem Narzissten erleben können. Der Narzisst tut alles, um sich in den Mittelpunkt zu drängen, als wäre er die Sonne am Himmel des Lebens, um die alles zu kreisen hat. Angenommen, Sie befinden sich mit dem Narzissten oder auch der Narzisstin, denn es gibt die weibliche Variante. Angenommen, Sie befinden sich mit dem Narzissten in einer Beziehung oder auch in einer Freundschaft. Dann werden Sie bemerken, dass der Narzisst alles tut, um Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um Ihre Bewunderung zu gewinnen. Und schließlich, wenn er all das erreicht hat, wird er beginnen, Ihre Grenzen zu testen, Sie klein zu machen und Ihr Ego zu zerstören. Das bedeutet, zunächst ist der Narzisst freundlich, vielleicht macht er Ihnen Komplimente, vielleicht erzählt er Ihnen unterhaltsame Geschichten, vielleicht berichtet er Ihnen von Taten und Erfolgen, die ihn interessant machen. Seine Botschaft zwischen den Zeilen ist immer dieselbe, er sagt, du hast es hier nicht mit einem normalen Menschen zu tun, sondern mit einem ganz, ganz Besonderen. Genau das verbindet alle Narzissten dieser Erde. Sie halten sich für etwas ganz Besonderes, für was Besseres, für was Intelligenteres, für was Schöneres, für etwas Bemerkenswerteres als den Rest der Menschheit. Und genau hier wird gleich der eine Satz ansetzen, mit dem Sie einen Narzissten zuverlässig in die Flucht treiben können, denn es handelt sich um einen psychologischen Hebel. Vorerst interessant für Sie, womit genau ein Narzisst Sie beeindrucken will und warum er das eigentlich nötig hat. Zur ersten Frage. Sie erkennen einen Narzissten daran, dass er grundsätzlich etwas von Ihnen will. Zunächst ist das Ihre Zuwendung, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Freundschaft oder schlimmstenfalls Ihre Liebe. Der Narzisst betrachtet Sie als eine Art Automaten, in den er nur die richtigen Worte und Taten einwerfen muss, damit unten das Gewünschte herauskommt. Er agiert also nicht aus dem Herzen, er agiert mit einer ganz großen Berechnung. Zum Beispiel erzählt der Narzisst Ihnen Dinge, die Sie gerne hören wollen. Dafür hat er ein gutes Gefühl, denn Narzissten, die sind Meister in der psychologischen Manipulation. Auch deshalb ist es notwendig, Sie mit dem Killersatz, diesem einen Killersatz, in Ihre Grenzen zu verweisen. Zum Beispiel will der Narzisst in einer Beziehung mit Ihnen aufgehen, er will in diese Beziehung treten, in eine Liebesbeziehung oder in eine Freundschaft. Das will er natürlich nur, weil er sich Vorteile davon verspricht, und zwar auf zwei Ebenen. Emotionale Vorteile und materielle Vorteile. Der emotionale Vorteil, der liegt für den Narzissten auf der Hand. Sobald Sie seinen Köder nehmen und sich auf eine Beziehung mit ihm einlassen, dann hat er sie in der Hand. Dann lassen Sie Ihr Schutzschild fallen, dann fressen Sie ihm sein Lob aus der Hand, dann erlangt er Macht über Sie und Ihre Gefühle, dann kann er Sie, und das ist dann der Umkehrschluss, nach Belieben, demütigen, verletzen oder dazu bringen, dass Sie Dinge tun, die ihm nützen und Ihnen selber schaden. Mit Vorliebe reibt Ihnen der Narzisst unter die Nase, was er im Leben alles erreicht hat, aber Sie eben nicht. Dazu verwendet er Sätze wie, im Gegensatz zu mir hast du im Beruf ja noch nichts Nennenswertes erreicht. Oder, verglichen mit meiner Biografie war dein Leben ein einziger Spaziergang. Oder, manchmal geht er auch subtiler ans Werk, ich wundere mich, dass du so wenig Freunde hast, bei mir sind es ja fast 2 Dutzend. Oder er sagt scheinbar mitfühlend, man merkt der Art, wie du dich ausdrückst, deine Herkunft an. Dafür, dass du keine gebildeten Eltern hattest, bist du doch recht weit gekommen. Übersetzt heißt dieses vergiftete Kompliment natürlich, ich komme aus viel besseren Verhältnissen als du, ich verfüge über mehr Bildung, ich bin ein Mensch, der zu höherem geboren ist und du bist nur meine kleine Assistentin oder mein Schüler oder mein Schuhputzer.
Das versucht der Narzisst immer wieder. Er will ein Gefälle zwischen Ihnen und ihm herstellen. Wo er ist, ist oben, wo Sie sind, ist unten. Dieses Gefälle können Sie mit einem einzigen Satz zerschlagen. Sie werden gleich erfahren, wie genau das funktioniert. Vorher ist es wichtig, dass Sie verstehen, warum der Narzisst all das tut. Warum will er Sie klein machen? Warum will er Ihnen in den Kopf hämmern, dass er der bessere, der klügere, der wertvollere Mensch ist? Warum greift er zu Lügen oder schamlosen Übertreibungen, um Sie zu beeindrucken? Warum hintergeht er Sie, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben? Warum kann er aus heiterem Himmel explodieren und Sie dafür verantwortlich machen, dass eine Sache gescheitert ist, dass er nicht noch viel mehr erreicht? Warum will er Ihnen das Gefühl geben, dass Sie für ihn eben kein Mensch auf Augenhöhe sind, sondern nur ein lästiger Bremsklotz? Warum tut er all das, statt Ihnen einfach zu begegnen in einer gleichberechtigten Beziehung zwischen Partner und Partner, zwischen Freund und Freund, zwischen Arbeitskollege und Arbeitskollege? Die Antwort steht im krassen Kontrast zu seinem Auftreten und sie enthält schon die Erklärung, warum dieser eine Satz ihn tatsächlich in die Flucht schlagen wird. Denn das Selbstbewusstsein des Narzissten, das er wie einen Tennispokal zur Schau stellt, das ist nicht echt, sondern es ist nur ein Placebo. Wer wirklich selbstbewusst ist, der muss das nicht jeden Tag 20 Mal beweisen. Wer wirklich überlegen ist, der hat gar nicht das Bedürfnis, andere klein zu machen. Und wer wirklich klug ist, der wird die weniger Klugen unterstützen, statt ihnen pausenlos das Gefühl zu vermitteln, Dummköpfe zu sein. Und wer wirklich ein tolles Leben hat, der wird eine große Zufriedenheit ausstrahlen, statt sein Leben wie ein Sportreporter zu kommentieren und jeden Erfolg brüllend in die Welt zu schreien. Der Narzisst aber, der tut all das, weil er eben in Wirklichkeit kein selbstbewusster, sondern ein besonders unsicherer Mensch ist. Ein besonders unsicherer Mensch. Das würde er niemals zugeben. Oft ist ihm das auch gar nicht bewusst. Aber es gibt zwei Gründe, warum ein Mensch zum Narzissten wird, und beide haben mit der Erziehung zu tun. Grund 1. Ein Kind wird von seinen Eltern vernachlässigt. Zum Beispiel kümmern sich die Eltern kaum darum, wenn das Baby schreit. Oder es ist ihnen egal, ob ihr Kind in der Schule gute oder schlechte Noten hat. Oder sie halten es nicht für nötig, ihrem Kind ein Fahrrad zu kaufen, obwohl alle Kinder im Freundeskreis eines besitzen. Und was tut ein Kind, wenn es spürt, dass es von seinen Eltern so wenig Aufmerksamkeit bekommt? Natürlich, es greift zu den Werkzeugen der emotionalen Manipulation. Zum Beispiel spielt das Kind einen heftigen Bauchschmerz vor, es weint und schreit und die Folge ist, dass seine Eltern ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. Oder das Kind erzählt eine ganz tolle Geschichte, wie es im Unterricht den Lehrer korrigiert und dafür ein Sonderlob erhalten habe. Die Folge ist, dass seine Eltern ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. Oder das Kind führt Kunststücke vor, jongliert zum Beispiel mit 3 Äpfeln, um die Blicke der Eltern auf sich zu ziehen und mehr Aufmerksamkeit zu erhaschen. Wer so aufwächst, der entwickelt sich Schritt für Schritt zum Schauspieler, der entwickelt sich Schritt für Schritt zum Manipulator. Tief innen nagt das Gefühl an ihm, eben nicht bemerkenswert, also nicht des bemerkenswert zu sein. Und um diese Leere, dieses schwarze Loch in der eigenen Seele zu übertünchen, da streicht sich der Narzisst an mit den grellen Farben des Erfolges, der Intelligenz und der Attraktivität. Er will, dass ihn keiner übersieht. Er verhält sich gegenüber seinen Mitmenschen, wie er es einst gegenüber den eigenen Eltern tat. Er lügt, er manipuliert, er tut alles, wenn er dafür nur Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt. Und unsere Gesellschaft, die geblendet werden will, fällt erstaunlich oft auf solche Typen rein. Also steigen sie gar nicht selten auf, werden zum Beispiel Manager, Politiker, Moderatoren oder Models. Und hier die zweite Möglichkeit, ehe ich gleich auf den einen entscheidenden Satz komme, die zweite Möglichkeit, warum jemand zum Narzissten wird. Und das ist jetzt besonders spannend für Sie, denn dieser Fall, der ist unwahrscheinlich, den hat kaum einer auf dem Zettel. Im zweiten Fall nämlich tun die Eltern genau das Gegenteil des ersten. Sie kümmern sich so sehr um ihr Kind, oft ist es sogar ein Einzelkind, dass dieses Kind sich für den Mittelpunkt der Erde hält. Jeder Wunsch wird dem Kind von den Lippen gelesen.
Jeder Fehler wird dem Kind sofort verziehen. Und wenn das Kind mal bockig ist, machen die Eltern zur Not einen Kopfstand, um es wieder in bessere Laune zu bringen. Dieser Versuch, es dem Kind recht zu machen, der ist natürlich gut gemeint. Aber er führt dazu, dass ein kleiner Diktator oder eine kleine Diktatorin heranwächst. Denn der junge Mensch macht die Erfahrung, dass nicht er sich nach seiner Umgebung und nach anderen Menschen richten muss, sondern umgekehrt. Die Umgebung und die anderen Menschen, die haben sich immer nach ihm zu richten. Wenn er mit dem Finger schnipst, hat er ein Geschenk zu bekommen, hat sein Lieblingsessen auf dem Tisch zu stehen, haben die anderen Menschen seine Probleme zu lösen. So erklärt es sich, dass die meisten Narzissten kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie unmoralisch handeln. Zum Beispiel lügt der Narzisst sie an, aber hält das für sein gutes Recht. Oder der Narzisst zieht sie bei einem Geschäft über den Tisch, aber er hält das für sein gutes Recht. Oder der Narzisst geht fremd, aber er hält das für sein gutes Recht. Sogar wenn er sich Geld von ihnen leiht, ohne es zurückzuzahlen, bereitet ihm das keinerlei Probleme. Denn wo sollte das Geld besser aufgehoben sein als bei ihm? Und an welchen besseren Ort als zu ihm könnten ihre Freundschaft oder ihre Liebe fließen? Sie merken es schon. Wir haben es hier mit einem Fall von fortgeschrittener Selbstüberschätzung zu tun. Aber auch diese Narzisstentypen, die sind nicht mit sich im Reinen, denn natürlich merkt ein solcher Narzisst mit den Jahren, dass sich das Wasser eben nicht von alleine teilt, sobald er am Ufer auftaucht. Er merkt, dass er im Supermarkt hinten anstehen muss, im Job nicht automatisch den Chefsessel bekommt und natürlich fliegt er auch mit der einen oder anderen Lüge auf und muss sich Vorwürfe gefallen lassen. Und ja, ein Narzisst kann sogar im Job entlassen werden. Und solche Erfahrungen, die machen ihm bewusst, dass die Welt seiner Kindheit, in der er König und Diktator war, dass diese Welt mit dem Ende seiner Kindheit nicht automatisch weitergeht. Er fühlt sich dann verkannt, er beginnt an seinem Wert zu zweifeln, sein Ego, das schrumpft zusammen. Es sei denn, er kompensiert, er spielt den lieben Gott und er steuert den Gang der Dinge. Darum denkt er sich immer raffiniertere Wege aus, die Menschen um sich herum so zu manipulieren, dass sie seine Wünsche erfüllen, auch dann, wenn ihnen das selbst Nachteile bereitet. Zum Beispiel bittet sie ein solcher Narzisst bei der Arbeit, dass sie eine Aufgabe für ihn erledigen. Aber er wird dann eben nicht sagen, bitte übernimm diese Präsentation für mich, ich habe im Moment so viel zu tun, dass ich selbst nicht dazu komme. Oder er wird erst recht nicht sagen, diese Arbeit ist viel zu unbedeutend, dass ich, der Großartige, sie machen will. Nein, er wird zu ihnen sagen, du bist so toll darin, Präsentationen zu machen, niemand kann das besser als du. Und wenn du mir diese Präsentation jetzt fertig machst, werde ich nochmal gegenüber dem Chef betonen, was du hier alles leistest. Aber sobald sie seinen Wunsch erfüllen und diese Präsentation erstellen, wird er die natürlich als seine eigene verkaufen. Er hält ihnen also eine Möhre mit der Stange vor die Nase, während er sie als Esel betrachtet und auf ihrem Rücken vorwärts reitet. Nun haben sie beide Arten von Narzissten kennengelernt, den als Kind vernachlässigten und den übertrieben gehätschelten. Und jetzt verrate ich ihnen den Satz, mit dem sie beide auf der Stelle loswerden können. Es ist wichtig, dass Sie sich nicht nur den Satz anhören, sondern auch, was Sie mit der Reaktion des Narzissten anfangen, wie Sie damit umgehen sollten. Denn nur beides in Kombination führt zu dem gewünschten Effekt. Ich stelle den Satz in einen Zusammenhang, dann wird Ihnen die Anwendung leichter fallen. Nehmen wir also an, Sie befinden sich in einer Freundschaft mit dem Narzissten. Es kann auch sogar eine Beziehung sein. Und angenommen, Sie merken immer mehr, dass der Narzisst sein Wort bricht, dass er Sie ausnutzt und dass er keinerlei Rücksicht auf Sie nimmt. Und nun suchen Sie nach einem Weg, Distanz zwischen sich und ihn zu bringen. Nun wollen Sie erreichen, dass er sich von Ihnen zurückzieht und zwar möglichst ohne Ihnen ein großes Drama zu bereiten. Da muss Ihr Satz zwei Punkte klar machen, nämlich erstens, dass sie ihn durchschaut haben, und Narzissten hassen es, wenn sie durchschaut sind, denn sie führen ihren ganzen Zirkus vor der Welt ja nur auf, um ihren wahren Charakter und das Gefühl der Minderwertigkeit zu verschleiern. Und zweitens müssen sie deutlich machen, dass sie sich dem emotionalen Klammergriff des Narzissten entwunden haben, dass sie also nicht mehr ansprechbar sind für seine Komplimente und für seine Drohungen. Und Narzissten haben Angst vor Menschen, die sich ihrer Steuerung entziehen, weil sie auf eigenen Beinen stehen und sich ein eigenes Urteil bilden.
Und genau das können Sie mit diesem einen Satz erreichen. Es ist wichtig, dass Sie in einem ernsten Ton sagen und nicht kommentieren und nicht abschwächen. Also, sagen Sie zu dem Narzissten: Ich habe durchschaut, was du hier abziehst, und ich kann dir nur sagen, du kannst mich beschenken oder bedrohen, in den Himmel heben oder in die Hölle wünschen, du wirst bei mir nichts mehr damit erreichen, ich bin durch mit dir. Ich sage Ihnen gleich, was der Narzisst wahrscheinlich antworten wird. Vorher eine kurze Analyse. Im ersten Schritt geben Sie dem Narzissten das Gefühl, dass er durchschaut ist, und zwar ohne Begründung. Das ist besonders stark, denn einer Begründung könnte er widersprechen, aber bei einer generellen Aussage ist das viel schwieriger, zumal er weiß, dass es bei ihm viel zu durchschauen gibt. Und im zweiten Schritt, sozusagen als Beleg der ersten Aussage, benennen Sie seine häufigsten Mittel der Manipulation, nämlich das Hofieren und das Drohen, und Sie sagen glasklar: Bei mir funktioniert das nicht mehr, ich bin durch mit dir. So spricht jemand, der innerlich klar ist, jemand, den man nicht mehr rumkriegen kann. Aber natürlich wird der Narzisst es dennoch versuchen. Er wird Sie auffordern, diese Aussage zu begründen. Er wird Sie auffordern, ihm Beispiele zu geben, was er denn abzieht und was Sie durchschaut haben. Er wird Ihnen, weil er ein Experte im Gaslighting ist, das Gefühl vermitteln, mit ihm, den Narzissten, ist alles in Ordnung, nur Ihre Wahrnehmung, die ist falsch, die ist fehlbar, die ist absolut ungerecht. Nun brauchen Sie Selbstbewusstsein und Abgrenzung, wozu Ihnen übrigens auch mein Buch »Den Netten beißen die Hunde« verhelfen kann. Es leitet Sie gezielt an, Ihre Interessen besser zu vertreten, gerade gegenüber rücksichtslosen Menschen. Lesen Sie es gern, ich habe schon viele begeisterte Rückmeldungen von Lesern bekommen. Wie grenzen Sie sich nun gegen die Intervention des Narzissten ab? Indem Sie ganz kurz antworten, zum Beispiel mit »Ich bleibe dabei, ich bin durch mit dir«. Und wenn Sie diesen Satz stur genug wiederholen, ganz egal, was noch von ihm kommt, dann wird er begreifen, Sie haben das Band zwischen ihm und Ihnen zerschlagen. Sie sind kein Opfer mehr, Sie haben sich gelöst, und in diesem Moment wird er, das verspreche ich Ihnen, von Ihnen ablassen. Aber gerade in Beziehungen kann es jetzt noch zu fiesen Racheakten kommen, gegen die Sie sich wehren müssen. Welche verrückten und gefährlichen Dinge Narzissten tun, wenn sie sich von Ihnen trennen, habe ich Ihnen in einem Video beschrieben mit perfekten Gegenmitteln. Klicken Sie es jetzt unbedingt an, es ist in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und jetzt schenke ich Ihnen noch etwas sehr, sehr Wertvolles, das Ihnen auch im Umgang mit schwierigen Menschen, mit Narzissten helfen kann, nämlich mein Videoseminar »Das 3-Minuten-Geheimnis«. Darin verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag die nächsten 365 Tage zu den Besten Ihres Lebens machen. Mich selbst hat diese Methode sehr erfolgreich gemacht und die wird auch bei Ihnen funktionieren, versprochen. Das Seminar ist noch für kurze Zeit kostenlos. Klicken Sie es gerne hier an und lassen Sie sich überraschen. Abonnieren Sie gern mit Glocke, bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.